Alter Schwede, warum ist es so windig hier? Und in diesem Sinne, what's up guys, Julius K. und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video geht es jetzt letztendlich auch um die Hintergrund- und Vordergrundunschärfe, was ich euch schon länger natürlich angekündigt habe. Und wir sind hier auch schon an der Location angekommen. Hier im Hintergrund könnt ihr sehen, ja, dass das der Hauptsitz der Deutschen, nicht der Hauptsitz der Deutschen Bahn, sondern das ein deutsches Bahngebäude, was ich meiner Meinung nach echt ganz geil finde. Und hier könnt ihr sehen, so eine Garageneinfahrt, finde ich auch ganz geil mit dem Weiß so. Und ja, heute mit dabei ist auch wieder lieber Linda. Linda, hallo. Hello. Und ich habe so ein paar Sachen dabei, die werde ich euch gleich vorstellen, was wir da so Cooles machen können, wie ihr eure Fotos einfach so ein bisschen von der Qualität her anheben könnt. Und dann würde ich sagen, let's go! Also Leute, wir haben hier zum Beispiel zum einen so eine Lupe, also ist wirklich eine ganz normale Lupe, ist jetzt nichts Besonderes dran und halt irgendwas mit Glas, könnt ihr einerseits irgendwie ein Trinkglas nehmen oder eine Vase oder einen Kerzenständer, das hatten wir jetzt hier zum Beispiel und ich habe hier noch so ein Glasröhrchen und das einfach möglichst nah ans Objektiv halten, zum Beispiel so und damit könnt ihr halt wirklich sehr geile Effekte erzeugen, so Spiegelung vor allen Dingen. Halt wenn bei Sonnenlicht oder Sonnenreflexion, das sieht immer ganz geil aus und halt wenn ihr da zum Beispiel bei der Lupe, dass nur das was in der Lupe ist, also das Objekt, dass das wirklich scharf ist. Wichtig wäre vielleicht noch zu sagen, dass ihr bei solchen Fotoshootings generell immer darauf achten solltet, dass ihr wirklich nirgendwo illegal reingeht, nicht in so, ja weiß ich nicht, wenn da ein Gitter ist, dass ihr da nicht drüber klettert oder so und ja. Das ist einfach nur zu beachten, damit es halt einfach keinen Stress gibt. Dass wir relativ erfolgreich waren beim Shooten und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auch auf den Nachhauseweg. So Leute, ganz kurzes Update hier. Und natürlich muss man sich auch nach einem guten Fotoshooting ordentlich stärken. Stelle melde ich mich jetzt mal aus der Nachbearbeitung, und weil ich habe irgendwie vergessen, noch ein vernünftiges Ende aufzunehmen. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ich blende euch jetzt hier mal ein paar Bilder ein, die wir da gemacht haben. Ich verlinke auch Linda mal unten in der Videobeschreibung. Die ein oder andere von euch kennt sie bestimmt auch schon über Instagram oder sowas in der Art, weil sie war ja auch schon mal mit dabei.
verlinke euch auch nochmal das andere Video mit ihr. Hier oben irgendwo dort in der Ecke müsste das sein. So ein i müsste da jetzt aufploppen. Das war zum Echo. Also wenn ihr euch noch dafür interessieren würdet, zum Amazon Echo dort, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Also nochmal im Detail, was es jetzt für Gegenstände waren, die ich da benutzt habe. Einerseits zum Beispiel so ein Glasröhrchen, das ist jetzt nichts Besonderes. Oder ihr könnt auch zum Beispiel einen Kerzenleuchter oder sowas in der Art halt benutzen. Da ist es wirklich egal. Ihr könnt auch ein ganz normales Trinkglas oder sonstige Sachen benutzen. Halt irgendetwas, was ein anderer Stoff ist außer Luft. Also von mir aus könnt ihr auch eine Plastiktüte benutzen oder so. Dann, was auch immer gut funktioniert, ist zum Beispiel eine CD. Da muss man halt gucken, so, weil die hat halt so bestimmte Spiegelung, hier unten zum Beispiel jetzt, und das sieht besonders cool aus. Dann habe ich hier noch so eine ganz normale Lupe. Es ist eigentlich egal, was für eine Lupe ihr nehmt. Das ist eine ganz normale Lupe, da könnt ihr eine größere oder eine kleinere nehmen, die dann einfach in einem gewissen Abstand zum Objektiv halten und so gucken, dass halt das Objekt, was ihr in der Lupe haben wollt, scharf habt. Ihr könnt auch das Smartphone hier vorhalten, so, dann gibt es auch coole Spiegelung. Das geht vor allen Dingen gut bei, wenn man den Himmel darauf, also der Himmel sich in dem Smartphone widerspiegelt. Oder zum Beispiel bei hohen Gebäuden, diese ganzen Strukturen und Fenster und sowas, das sieht echt cool aus, finde ich. Ihr könnt natürlich auch dafür einen Spiegel nehmen oder sonstiges in der Art, aber ein Smartphone hat halt wirklich jeder meist dabei. Warum jetzt solche Fotos cool aussehen oder was das Ganze besonders macht? Und zwar liegt das daran, dass das menschliche Auge auch so eine Art natürliche Hintergrundunschärfe oder Vordergrundunschärfe. Das könnt ihr dadurch feststellen, wenn ihr ein Auge zumacht und dann den Finger ganz nah vors Auge haltet. Und dann ist es so, dass wenn ihr den Finger scharf habt, dann seht ihr den Hintergrund nicht gleichzeitig auch scharf. Der ist nämlich dann unscharf. Und wenn ihr den Finger, also wenn ihr dann auf den Hintergrund achtet, dann ist der Finger unscharf. Das ist ganz natürlich, das ist bei jedem Menschen so. Und somit kann man halt dieses Raumgefühl deutlich verbessern und das Ganze natürlicher wirken lassen. Denn wenn ihr etwas zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt hier das Glas oder den Kerzenleuchter so ans Objektiv haltet, dann erzeugt das einfach mehr Tiefe im Bild. Das heißt, es fühlt sich mehr räumlich an. Also die räumliche Vorstellung des Ganzen wird einfach besser. Und das ist der Effekt, den Hintergrund- und Vordergrundunschärfe einfach mit sich hat. Wichtig dabei ist noch mit einer offenen Blende zu fotografieren, weil dann ist der Effekt halt noch ein bisschen deutlicher oder man kann ihn besser umsetzen, weil das, was dann hier im Vordergrund ist, viel unschärfer ist, so zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn euch solche Videos in der Art gefallen, also so, wie man Fotos verbessern kann und was wichtig ist, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und lasst es mich in den Kommentaren wissen, ob euch solche Videos gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!